Hey Freunde, willkommen zurück. Ja, heute habe ich für euch was Neues und zwar einen neuen Duft. Er soll wirklich gut sein. Ich kenne ihn auch nicht. Das heißt, meinen ersten Eindruck präsentiere ich euch hier, weil ich werde ihn hier auspacken. Und zwar rede ich von dem neuen Mercedes-Benz Duft Select Night. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Duft riecht und ob er gut ist, dann bleibt dran. Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Fragrance Talk. Willkommen zurück. Ja, heute präsentiere ich euch das erste Mal einen Duft, den ich auch noch nicht kenne, noch nicht gerochen habe. Und meine ersten Eindrücke bekommt ihr hier live vor Ort. Und zwar geht es, wie ich schon erwähnt hatte, um den Mercedes-Benz Select Night. Ich bin echt gespannt. Er soll ja wirklich gut sein. Wir machen mal auf. Er soll ja in Richtung Spice Bomb Extreme gehen, jedenfalls in die Richtung habe ich gehört, und allgemein auch von der Ausstrahlung und von der Haltbarkeit soll er sehr, sehr gut sein. Ich bin echt gespannt auf den neuen Duft. Das ist schwer rauszukriegen hier. Kommt das ganze Innenleben gleich mit. So, wie gesagt, die Verpackung. Den vergessen wir jetzt mal. So. Also das, was ich sehe, ist der Flakon auch schon mal richtig, richtig gut. Richtig. Boah, der ist schon nice und schwer. Ja. Und dann werden wir mal sehen, wie er riecht. Am Anfang die Kopfnote gefällt mir definitiv besser als beim Spice Bomb Extreme, weil sie nicht gleich so süß ist. Sie geht aber in eine ähnliche Richtung. Also minimal, sag mal 8%, 10% hat er Ähnlichkeiten mit Spice Bomb Extreme. Also Spice Bomb Extreme ist so richtig Powerhouse Vanille. Ich meine, es kann ja noch kommen. Aber er ist schon gut, richtig gut. Also das ist ein Duft, der Select Night, auch so Business-Anzug, abends, wenn man richtig elegant essen geht im Büro jetzt zu der Zeit. Ja. Lavendel nehme ich wahr. Moment. Der Sprüher ist übrigens auch sehr gut. Lavendel, Tonkabohne, Lavendel, Vanille, klar, ist auch dabei. Ist echt richtig gut. Also das, wow. Und wichtig jetzt auch, ganz wichtig, nicht synthetisch. Mercedes hat ja das Problem, dass einiges ab und zu sehr synthetisch ist. Aber ich meine ganz ehrlich, auch das Mercedes-Benz Cologne, das L'Art de Parfum, glaube ich, heißt das. Das habe ich auch. Die sind top. Die anderen kenne ich nicht. Ich muss dazu sagen, ich kenne nicht den Select normalen, den normalen Select, weil den habe ich weggelassen, weil er ja wieder nach Aventus riechen soll. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht in meiner Sammlung.
wollte ich irgendwann nochmal machen, aber ich will da nicht so viel Geld für ausgeben, nur wenn er wieder mal runtergesetzt ist, denn weil ich habe so viele Dupes und das Original Aventus und deswegen habe ich ihn noch nicht. Aber der Knight, ich habe gehört, also ja, könnte man, er geht in Richtung Spiceball Extreme, aber auch Reflection Man, aber auch alles so minimal und ansonsten hat er einen eigenen Vanille, Tonkabohne, Lavendel nehme ich wahr. Ja, das sind also das sind schon die Hauptpunkte. Auf jeden Fall gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Haltbarkeit soll Bombe sein und auch die Ausstrahlung kriege ich ja mit. Also man nimmt ihn wahr. Das ist schon, also da hat Mercedes Respekt. Ordnet sich ein, wirklich mit nach oben. Jetzt mal auf die Kopfnote und die Herznote. Ich bin gespannt. Ach, also der hat richtig was. Sauberkeit trotz Süße. Vielleicht minimal Frische. Ach ja, so ein bisschen ist auch Orange, Orangenblüte, Tonka, Orange, Lavendel. So könnte man sich den Duft vorstellen. Orangenblüte hatte ich auch, glaube ich, gelesen, soll auch drin sein. So minimal, alles minimal und das ist eben so perfekt. Und deswegen, das macht den Duft auch genial. Und er ist präsent, man nimmt ihn richtig gut wahr. Und wie gesagt, Haltbarkeit kann ich natürlich noch nicht sagen. Aber richtig. Also das ist ein Business-Duft, das passt wirklich, auch das, es passt einfach alles hier, der Stern natürlich, ne? Also Mercedes-Benz, richtig gut gemacht, das passt einfach und es ist, zu dem Wetter passt das perfekt, einfach perfekt. Weil wenn man jetzt so heute wie bei 4 Grad und es ist ja auch nicht gerade, das ist richtig gut. Es ist ja nicht gerade schön draußen heute, jedenfalls nicht in Hamburg. Es nieselt, es ist kalt. Das schon hier dran, wenn man hier riecht. Und wenn man jetzt draußen ist, ich werde das morgen soll es auch wieder schlecht werden, morgen testen oder vielleicht heute noch. Richtig gut. Also, ich kann nur sagen, mein Glückwunsch an Mercedes. Und Leute, den solltet ihr mal wirklich testen oder auch kaufen. Blind, ich habe ihn blind gekauft, weil ich gehört habe, er soll gut sein. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und richtig, richtig gut zu Spice Bomb. Ja, also, aber das ist schon... Hintergrund so 8%, weil Spice Bomb wirklich auf die Fresse ist und das ist der Duft nicht so, aber Leute, Respekt, ich kann wirklich nur, also das hätte ich nicht gedacht. Oh, der wird lange halten, glaube ich, ja. Diese Pudrigkeit kommt auch noch. Also Leute, wenn ihr einen schönen Duft haben wollt, also Wahnsinn. Wenn ihr einen richtig guten, eleganten Duft haben wollt, dann holt euch Mercedes-Benz Select Knight. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Jedenfalls nicht. Ich hätte schon, weil das Latte Parfüm oder wie das heißt und auch das Cologne, was ja ähnlich ist wie Dior, perfekt ist. Aber der ist auch perfekt und das ist keine Kopie für mich. Weil Spice Bomb Extreme, klar, man könnte sagen, so ein bisschen im Hintergrund, aber er hat die Orangenblüte, der Lavendel, der da im Hintergrund mitmischt und der ganz andere Richtung einschlägt wie Spice Bomb. Spice Bomb ist Vanille, Vanille, das ist hier nicht. Er hat so eine, durch die Orangenblüte, glaube ich, oder durch die Orange, richtig schön, so einen schönen Abgang. Ich wollte erst wieder sagen Leder, aber dann wäre das wirklich ganz minimal, 1% oder so. Aber da ist kein Leder drin, soweit ich weiß. Aber ich dachte,
Also Leute, das ist wirklich ein richtig geiler Duft. Also, ich sag euch eins, ich glaube, da gibt es Düfte draußen, wenn die so riechen und die Ausstrahlung haben, und ich sag euch auch die Haltbarkeit wahrscheinlich, so wie der riecht, gehe ich davon aus, wird der wirklich, wie ich gehört habe, sehr lange halten. Und dann sage ich euch, dieser Duft könnte locker auch 160 Euro aufwärts kosten. Und ja, ich möchte jetzt nichts erwähnen über andere Düfte oder so, aber überlegt euch gut, was ihr in Zukunft kauft, wo ihr euer Geld lasst. Dieser Duft, den solltet ihr auf jeden Fall in Erwägung ziehen, weil er ist wirklich nice. Mercedes-Benz Select Night. Leute, hätte ich nicht gedacht. Nochmal, also ich komme gar nicht aus dem richtig gut. Wow. Mercedes, dafür Daumen hoch, stark, absolut stark. Ja, schreibt mal in die Kommentare, falls ihr diesen Duft schon habt. Den gibt es, glaube ich, noch nicht überall und ich weiß gar nicht, ob er so, das weiß nicht, so präsent ist. Das sind übrigens 100 ml. Leute, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, falls ihr ihn schon getestet habt oder gerochen habt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Duft haltet. Ich finde ihn wirklich richtig gut. Richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht und wow. Das ist kein typischer Autoduft. Es ist kein billiger Duft, kein synthetischer. Der ist nicht synthetisch. Da ist aber eine Ähnlichkeit zu einem anderen Duft hat er noch. Ich komme nicht drauf. Das werde ich vielleicht irgendwann in den ganzen neuen Videos, die kommen, erwähnen. Das werde ich euch noch. Irgendein Duft ist da. Aber wie gesagt, er hat auch seine Eigenständigkeit. Und das, also egal, bevor ich, wirklich guter Duft. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, weil ich dachte, das ist mal was anderes. Und ich kann euch ja auch das präsentieren, wenn ich es aufmache, warum auch mal nicht, damit ihr live dabei seid, bei meinen ersten Eindrücken zu diesem Duft. Ich werde das in ferner Zukunft mal öfters machen. Bei manchen Düften natürlich nicht, bei jedem. Ja. Und dann sehen wir uns, hoffe ich, beim nächsten Mal. Und nochmal, Mercedes-Benz Select Night. Absoluter Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Fragrance Dome.